Wir starten mit einem komplett neuen Thema und zwar mit Statistik. Kurze Vorbemerkung: Statistik spielt eine doch ja, eine größere Rolle bei der schriftlichen Matura. Es wird nächstes Jahr auch so sein, dass wir zu Schulbeginn die Statistik gemeinsam nochmal ganz kurz, aber wirklich nur kurz wiederholen werden, um dass das Thema kommt dann zur ersten Schularbeit. Was ich nicht mehr machen werde, ist diesen Theorie-Teil, den wir hier jetzt machen, bei dem im Video, dass ich das noch einmal quasi von vorn auf die Tafel schreibe, sondern wir werden im Herbst dann nur mal gemeinsam Beispiele üben und anhand der Beispiele die Theorie nochmal festigen und durchbesprechen. Das heißt, jeder von euch schreibt sich jetzt alles, was hier kommt, das ist quasi wie, als ob es auf der Tafel stehen würde, schreibt sich das auf und gibt es in die Unterlagen rein. Also wieder in Entschuldigungsheft reinschreiben oder in einen Blog schreiben und in die Mathematikmappe reingeben. Ich werde das dann nämlich auch im Juni noch kontrollieren, wenn wir uns sehen. Also das ist Teil der Mitschrift und zwar alles. Die Sätze, die Definitionen, die Beweise, die Beispiele, die Zeichnungen und so weiter. Bei Statistik geht es auch um Darstellungen von Daten und ich werde später eh nochmal dann erwähnen, wenn gezeichnet wird. Da geht es nicht um Handskizzen, sondern da geht es wirklich darum, mit Zirkel einen Prozentkreis zu zeichnen, mit Bleistift, mit gespitztem Bleistift natürlich, mit Geodreieck, mit Lineal und so weiter. Also schöne, saubere Zeichnungen. Gut, starten wir also mit beschreibender Statistik. Schauen wir uns als erstes mal die sogenannten statistischen Variablen an und dazu schauen wir uns generell mal an, was ist jetzt überhaupt die beschreibende Statistik. Also bei der Statistik geht es darum, Daten zu sammeln. Das kann jetzt sein über eine Telefonumfrage, das kann sein ein Fragebogen, das kann sein eine Befragung auf der Straße und so weiter. Ja? Also zuerst das heißt einmal die Erhebung der Daten auf irgendeine Art und Weise. Dann geht es darum, die Daten auszuwerten. Und diese dann auch noch darzustellen. Man muss nicht immer alle drei Punkte erfüllen, aber erheben muss man sie immer irgendwie und man wird sie dann halt wahrscheinlich auch auswerten. Also das ist generell mal der Punkt, also worum es bei der beschreibenden Statistik geht. Erheben durch die Daten in einer sogenannten statistischen Erhebung. Wie bereits gesagt, kann ein Interview sein, ein Fragebogen und so weiter. Und da wird aus einer bestimmten Grundgesamtheit, nennt man das, also zum Beispiel jetzt alle Menschen in Österreich oder alle Menschen in Wien, wird eine Stichprobe gewählt. Also ich rufe 700 Haushalte an und frage dann bestimmte Dinge ab. Und das sind die sogenannten Variablen, man nennt sie auch Merkmale, die man untersucht. Beispiel, was ihr euch vorstellen könnt, es gibt eine Telefonumfrage zur, also die sogenannte Sonntagsfrage, welche Partei würden Sie an diesem Sonntag wählen, wenn Nationalratswahlen wären, ÖVP, SPÖ, Grüne, FPÖ und so weiter und so fort, die im HC. Und dann kann man eben darauf eine Antwort geben und so wird einmal das erhoben. Man könnte theoretisch ganz Wien anrufen, das tut man halt für gewöhnlich nicht, das wäre ein bisschen teuer. Und warum macht man das überhaupt? Weil man dann versucht, und das kommt erst dann später in der Wahrscheinlichkeitsrechnung erst, man versucht dann mit diesen Daten, die man erhebt, eine Hochrechnung zu machen aufs ganze Land oder aufs Bundesland oder für was auch immer man abfragt. Und jede dieser Variablen, die man erhebt, ich meine, ich könnte auch theoretisch jeden anrufen in Wien und fragen, wie schwer er ist, und dann versuchen, einen Durchschnittswert für alle Österreicher zu ermitteln. Also auf jeden Fall kann jede Variable, die man abfragt, einen bestimmten Wert annehmen. Ja, also SPÖ, ÖVP und so weiter, oder, sieben, oder was weiß ich, 77 Kilo, oder was weiß ich, Augenfarbe blau, je nachdem, was ich abfrage. Und das nennt man entweder einfach Werte oder sogenannte Merkmalsausprägungen. Wir schauen uns jetzt einfach mal ein Beispiel an. Ich habe hier eine Stichprobe von Personen und die kann ich jetzt zum Beispiel fragen, was ist eure Lieblingsfarbe? Und dann antworten natürlich alle, ich habe jetzt nur drei Sprechblasen gemacht, die Leute drauf im Rot, Blau, Grün, Gelb, was auch immer. Ja? Also das könnte ich fragen. Ich könnte fragen, was hattet ihr im letzten Jahr in Mathematik im Zeugnis? Und dann würden da die unterschiedlichsten Noten kommen. Ich könnte auch hergehen und alle Personen nach der Körpergröße fragen, beziehungsweise sie abmessen. Dann könnte ich die Daten erheben. So, das sind also die Variablen, wären hier Lieblingsfarbe, Mathematiknote und Körpergröße in Zentimeter.
und die Merkmalsausprägung bzw. der variablen Wert, wie eben wieder rot, blau, grün oder 1, 2, 3, 4, 5 oder 172 cm, 181 cm, 175 cm und so weiter. So, und diese Variablen sind jetzt, können unterschiedliche Typen sein. Also ich finde gerade, wenn man sich rot-blau-grün anschaut und das vergleicht mit 172, 181, 175, da fällt dann eh schon auf, dass das unterschiedliche Kategorien von Werte sind. Ja, das eine sind Wörter und das andere sind Zahlen. Und diese drei Kategorien kann man jetzt einteilen. Es gibt sogenannte nominale Variablen, es gibt sogenannte ordinale Variablen und es gibt sogenannte metrische Variablen. Und jetzt werden wir uns im nächsten Schritt versuchen zu überlegen, was denn jetzt diese Art der Variablen ausmacht. Wenn wir jetzt mal bei den nominalen Variablen sind, dann kann mit diesen Werten nie gerechnet werden. Also nicht, gar nicht eigentlich, ich kann nicht blau und grün zusammenzählen und sinnvoll schon gar nicht. Ja, wenn ich sagen würde, okay, 0 ist gleich grün und 1 ist gleich blau und 2 ist gleich rot, also man kann das sogenannte zahlenmäßig verschlüsseln in einem Fragebogen zum Beispiel, dann würde es trotzdem keinen Sinn ergeben, dann 0 und 1 zu addieren, weil wenn 0 für blau und 1 für grün steht, was soll dann da dabei rauskommen? Ja? Diese Werte geben auch keine Rangordnung an. Ja? Ich kann rot, blau, grün zwar alphabetisch sortieren, aber es ist keine Rangordnung. Und oft ist es, sind es jene Werte, die verbal verschlüsselt werden, also verbal heißt wirklich als Wörter. Als Beispiel eben Augenfarbe, braun, blau, grün und so weiter, also verbal. Oder nach der Muttersprache Deutsch, Englisch, Spanisch und so weiter. Also da gibt es auch keine Rangordnung und ich kann auch nicht rechnen mit diesen Werten. Also es sind nominale Variablen. Als nächstes gibt es ordinale Variablen. Mit diesen Werten kann nicht sinnvoll gerechnet werden. Das werden wir dann gleich anschauen, was heißt nicht sinnvoll. Diese Werte geben jedenfalls trotzdem eine Rangordnung an, das heißt, sie müssen sortierbar sein, eindeutig. Allerdings sind die Abstände zwischen den Werten nicht definiert. Also mit anderen Worten, es handelt sich einmal um Zahlen. Aber es sind jetzt Zahlen, mit denen nicht gerechnet werden kann. Und da ist gerade ein gutes Beispiel eine Schulnote. Und so die Noten 1, 2, 3, 4 und 5. Jetzt denkt man sich im ersten Moment, naja, sicher kann ich damit rechnen. Ich kann sagen, 1 plus 2 ist 3, plus 3 ist 6, plus 4 ist 10, plus 5 ist 15, ist richtig, ja. Aber was ergibt denn das? Ja, was ergibt es denn für einen Sinn, die Mathematiknote 2 mit der Biologienote 3 zu addieren? Da komme ich auf 5. Und was sagt das jetzt sinnvollerweise aus? Nix, sagt das aus, ja. Also ich kann nicht sinnvoll mit Schulnoten addieren und multiplizieren, ja. Es hat zum Beispiel keinen Sinn, die Note 2 zu verfünffachen. Ja, 2 mal 5 ist 10. Was heißt das? Nix heißt das. Ja? Und es ist auch nicht der Abstand zwischen den Noten definiert. Ja? Was ist denn der Abstand zwischen 1 und 2? Also, was liegt dazwischen? Ja? Oder wie groß ist dieser Abstand gemessen? Ja, da gibt es keine Antwort drauf. Deswegen gibt es auch keine Möglichkeit, die Werte zu verdoppeln, sinnvoll und so weiter. Aber sie haben eine Rangordnung. Ich weiß, der 1er kommt von 2er, der 2er kommt von 3er, der 3er kommt von 4er, der 4er kommt von 5er. Also eine Rangordnung kann ich festlegen. Also das sind Ordinalvariablen. Und zum Schluss kommen die metrischen Variablen. Mit diesen Werten kann gerechnet werden, und zwar sinnvoll gerechnet werden. Die Werte können auch wieder sortiert werden. Und die Abstände zwischen den Werten sind vergleichbar. Das heißt, sie sind definiert. Beispiel dafür wäre eben wieder die Größe. 1,15 Meter, 0,4 Meter, 2,3 Meter. Ich kann 1,15 Meter und 0,4 Meter addieren. Ja? Angenommen, ich hätte da zwei, was weiß ich, Pflanzen. Die eine ist 1,15 Meter hoch und die zweite ist 0,4 Meter hoch. Ich würde das addieren und würde auf eine Höhe von 1,55 Meter kommen. Naja, wenn ich die Pflanzen aufeinander stellen würde beispielsweise, würde ich insgesamt diese Höhe erreichen. Also ich kann addieren. Ich kann sie auch sortieren, also 0,4 Meter ist kleiner wie 1,15 Meter und 1,15 Meter ist kleiner wie 2,3 Meter. Und auch die Abstände sind zwischen den Werten vergleichbar. Ja, ich weiß, 0,4 ist die Hälfte von 0,8 und ich kann es verdoppeln. Weil was würde 0,4 Meter verdoppelt bedeuten? Ja, ich würde zwei Dinge, die 0,4 Meter sind, nebeneinander legen oder aufeinander stellen oder wie auch immer. Ja. Und ich weiß auch ganz genau, dass zwischen 0,4 Meter und 1 Meter der Abstand 0,6 Meter liegt, den ich wieder eindeutig messen kann. Oft erheben wir metrische Variablen. Ist eigentlich eine blöde Aussage. Nein, vergesst das. Ja, es kommt auf die Umfrage drauf an. Zum Rechnen ist es halt spannend, wenn man metrische Variablen hat. Das wollte ich sagen.
So, wenn ich jetzt da meine Daten erhoben habe, dann kann ich sie auswerten. Machen dazu, bevor wir ein Beispiel machen, schauen wir uns noch ganz kurz die Theorie an. Das ist bitte auch so ein Satz, das schreiben wir bitte alles auf. Und zwar die gesammelten Daten, die erhoben werden, werden zunächst meistens unsortiert dargestellt, also einfach zum Beispiel nebeneinander geschrieben, und das nennt man die sogenannte Urliste. Man kann sie auch sortieren, dann ist das auch noch immer eine Urliste. Aber meistens ist es einfach quasi, wenn ich jetzt da 20 Leute auf der Straße noch drei frage, wie viel Geschwister sie haben, und dann schreibe ich auf 1, 0, 2, 4, 0, 5 und so weiter. Also ich frage sie nach 3 und schreibe die Werte nach 3 auf, wie ich sie abgefragt habe, dann ist die Liste meistens unsortiert. Und das nennt man eben die Urliste der Werte, und quasi das ist unser Fundament, die wir dann brauchen, um sie statistisch auswerten zu können, die Werte. Und anschließend, wenn ich die Werte erhoben habe, kann ich die sogenannte absolute und relative Häufigkeit der variablen Werte bestimmen. Und das machen wir jetzt anhand eines Beispiels. Also ich frage 15 Personen nach der Anzahl der Geschwister und erhebe dann dabei diese Werte. So, ich muss kurz einen Schluck Kaffee nehmen, Verzeihung. Boah, der ist gut. So, und jetzt kann ich hergehen und kann eine sogenannte Häufigkeitstabelle anfertigen. Wie gesagt, das ist jetzt mal meine unsortierte Urliste. Und ich mache jetzt eine Häufigkeitstabelle. Ganz links trage ich ein die Anzahl der Geschwister. Also es wurden die Angaben 0, 1, 2, 3, 4 gegeben. Deswegen brauche ich auch die Werte 5, 6, 7, 8 jetzt nicht mehr aufschreiben, weil es wurden ja nur 0 bis 4 als Antwort gegeben. Und jetzt kann ich mal die absoluten Häufigkeiten ermitteln. Das kennen wir eigentlich eh schon von den Änderungsmaßen. Absolute Häufigkeit ist es einfach, wie oft quasi kommt das vor. Also der Nuller kommt vor 1, 2, 3, 4, 5 Mal. Der Einser kommt vor 5 Mal, der Zweier kommt vor 3 Mal, der Dreier kommt vor 1 Mal und der Vierer kommt vor auch 1 Mal. Dann ist es mal gut, wenn man die Summen ermittelt. Da muss es natürlich 15 rauskommen, weil ja 15 Leute irgendeine Antwort gegeben haben. Ja, 5 haben gesagt 0, 5 haben gesagt 1 und so weiter. Und insgesamt muss dann immer die Anzahl der Leute rauskommen, die ich insgesamt befragt habe. Und jetzt kann ich die relativen Häufigkeiten bestimmen. Das heißt nichts anderes wie 5 von 15 Leuten haben 0 Geschwister. Das heißt, die relative Häufigkeit für 0 Geschwister, es sind 5 Fünfzehntel, das ist ein Drittel der Befragten, das ist 0,3 periodisch. Dasselbe gilt für ein Geschwisterchen, auch 5 von 15, also 0,3 periodisch ist der Anteil, die relative Häufigkeit von den Leuten, den Befragten, von den 15, die ein Geschwister als Antwort gegeben haben. Dann 3 Fünfzehntel ist ein Fünftel, ist 0,2, haben zwei Geschwister. Ein Fünfzehntel ist 0,06 periodisch, haben drei Geschwister. Und ein Fünfzehntel ebenfalls 0,06 periodisch, haben vier Geschwister. Was wird das in der Summe ergeben? Es sind ja 100%. Und wir wissen, 100% als relative Zahl gesehen ist die Zahl 1, sind 5 Fünfzehntel, also ist 1. Und ich kann auch, das machen wir auch hin und wieder, dann noch zusätzlich die sogenannte prozentuelle Häufigkeit hinschreiben. Das ist einfach die relative Häufigkeit mal 100 gerechnet. Und das ergibt dann wenig überraschend die Zahl 100%. Also das ist einmal quasi die erste Art von Auswertung, die man machen kann, wenn ich die Daten erhoben habe. So, und wenn ich die erhoben habe, dann kann ich sie grafisch darstellen. Bitte, da hätte ich jetzt echt gerne, dass ihr diese Darstellungen schön macht. Erstens haben wir dieses Säulendiagramm. Das verwendet man oft, um absolute Häufigkeiten darzustellen. Ich kann aber auch prozentuelle Häufigkeiten darstellen. Das kennt ihr bei den, was weiß ich, Nationalratswahlen, wenn der Balken hochfährt auf 30%, 25% und Co. Ich kann nach oben hinschreiben prozentuelle Häufigkeit statt absoluter Häufigkeit hier oben und kann dann hier die Achse dementsprechend skalieren, die Y-Achse, und kann das einzeichnen. Und unten beschrifte ich die X-Achse mit der Anzahl der Geschwister. Und hier wird klar beschriftet, das haben 0, 1, 2, 3, 4. Und bei einem Säulendiagramm lässt man zwischen den Säulen einen Abstand. Das ist wichtig, ja? Weil das andere war ein Histogramm, das kommt später. Also beim Säulendiagramm Abstand lassen dazwischen. Und das dann bitte schön zeichnen. Ihr müsst die Balken nicht anmalen. Eine zweite Art Möglichkeit ist, die man auch gemacht, ist ein sogenanntes Stabdiagramm. Kann auch verwendet werden für absolute Häufigkeit, für prozentuelle Häufigkeit und so weiter. Da macht man einfach nur einen Strich mit dem Geodreieck. Okay, also bitte nicht extra dick. Ich habe es ein bisschen dicker gemacht, weil es jetzt da auf der Präsentation schöner ausschaut. Aber da reicht es einfach, man macht einfach einen Strich mit dem Geodreieck. Fertig. Also das ist meistens die quasi die,
Variante, Säulendiagramm-Variante für die Faulen. Ist aber vollkommen okay, das so zu machen. Dann C, der sogenannte Prozentstreifen. Dazu habe ich hier wieder diese Häufigkeitstabelle herangezogen. Und auf den Prozentstreifen übertragen wir die Prozente, die wir hatten. Dazu ist eins einmal wichtig, ich muss zuerst einmal überlegen, wie lange ich diesen Prozentstreifen anfertige. Ich könnte zum Beispiel sagen, okay, der ist 8 cm lang. Die Höhe des Streifens, das ist wurscht, ja, da kannst du zum Beispiel 2 cm machen oder so. Da schaut man mal, dass das optisch gut ausschaut. Ja. Also wenn ich 4 cm als Länge wähle, dann werde ich nicht 4 cm als Höhe wählen, weil dann steht ein Quadrat, dann schaut dieser Streifen ein bisschen seltsam aus, aber es wäre theoretisch erlaubt. So, und jetzt muss ich einfach die Anzahl der Geschwister korrekt darstellen. Ich sehe ja hier, das heißt, quasi die Länge am Streifen, die das einnimmt, muss jetzt da zur relativen Häufigkeit passen. Und zwar ist ja ein Drittel der 15 Befragten haben als Antwort gegeben 0 Geschwister. Das heißt, auch ein Drittel von den 8 cm, die ich für den Streifen, für die Länge gewählt habe, müssen jetzt da zur Verfügung stehen für die 0 Geschwister. Das sind umgerechnet 2,7 cm, also 8 mal ein Drittel oder 8 mal 5 Fünfzehntel. Ebenfalls 5 Leute, also ebenfalls 5 Fünfzehntel oder ein Drittel von 8 cm sind dann ein Geschwistern zuzuordnen, also ebenfalls 2,7 cm ungefähr. Dann 3 Fünfzehntel ist ein Fünftel von den 8 cm, sind 1,6 cm, sind für 2 Geschwister. Dann ein Fünfzehntel ist für 3 Geschwister, sind 0,5 cm und ebenfalls ein Fünfzehntel sind 0,5 cm ist für 4 Geschwister. Wenn ich es addieren würde, die Zentimeter, müsste ich wieder gerundet auf 8 cm kommen. Und jetzt messe ich das oben einfach nur mal aus. Ja? Ich habe dann hier 2,7 cm für 0 Geschwister, 2,7 cm für ein Geschwisterchen, 1,6 cm für 2 Geschwister, 0,5 cm für 3 Geschwister und ebenfalls 0,5 cm für 4 Geschwister. Und dann bitte ganz wichtig beschriften. Also das könnte man zum Beispiel so beschriften, dass ich da einen Strich hin mache und eben schon 0 Geschwister, 1 Geschwister, 2 Geschwister, 3 und 4. Unbedingt drunter Anzahl der Geschwister dazu schreiben, dass auch immer klar ist, was dieser Prozentstreifen darstellt. Und in Klammer schreibt man dann die prozentuelle Häufigkeit dazu, dass man überhaupt was anfangen kann damit, wie viel das jetzt überhaupt ist. Ich meine, optisch sieht man schon, okay, 0 Geschwister und 1 Geschwister dürften gleich groß sein, aber man schreibt es dann trotzdem bitte im Prozent auch noch dazu, dass man das alles auf einen Blick schön sieht. Und die andere Art, gerade Prozente oder relative Anteile gut darzustellen, ist der sogenannte Prozentkreis. Der ist ein bisschen aufwendiger. Da ist mal wichtig, ein Kreis hat ja, 100, hat ja insgesamt 360 Grad und 100% entsprechen 360 Grad. Und jetzt muss ich diese Prozente in Kreissektoren aufteilen und eben die Grad ausrechnen, wie groß der Kreissektor ist, gemessen an seiner relativen Häufigkeit. Ist im Prinzip das gleiche Denkmuster, das wir gerade beim Prozentstreifen hatten. Und zwar, ich rechne jetzt einfach die Winkel aus. Von den 360 Grad habe ich wieder 5 Fünfzehntel, also ein Drittel, für die 0 Geschwister. Also 360 Grad mal 5 Fünfzehntel ergibt 120 Grad. Das wäre hier bei einem Geschwister auch, weil 5 Fünfzehntel sind. Bei zwei Geschwistern haben wir 360 Grad mal 3 Fünfzehntel, komme ich auf genau 72 Grad. Bei den drei Geschwistern haben wir ein Fünfzehntel, das sind 24 Grad von 360 Grad. Und bei den vier Geschwistern ist es auch ein Fünfzehntel von 360 Grad, ist auch 24 Grad. Würde ich das addieren, müsste ich auf 360 Grad kommen. Wenn eine Kommazahl rauskommt, dann bitte ist es so, dass wir hier ganzzahlig einfach runden. Weil das könnt ihr nicht genau messen mit dem Geodreieck. Ja, der rundet es einfach auf und ab und dann passt das schon so ungefähr. So, und dann müssen wir das noch zeichnen. Ich habe dazu jetzt da links noch einmal mir gemerkt, ich habe 120 Grad, 72, 24, 24, 360. Also das war hier für die 0 Geschwister, ein Geschwisterchen, zwei Geschwisterchen, drei Geschwisterchen, vier Geschwisterchen. Und jetzt messen wir. Ich mache es immer folgendermaßen. Wichtig ist einmal, mit dem Zirkel nehmt einen Radius von, ja, sagen wir mal, vielleicht 3 oder 4 cm rein, dass das Ganze nicht zu klein wird. Und dann, ganz wichtig, markiert euch zuerst den Mittelpunkt, dann stecht es ein, dann zeichnet es den Kreis und dann verbindet einmal den Mittelpunkt, ich mache immer eine Waagrechte, mit dem Kreis. Also ich fange immer hier an, es ist theoretisch wurscht. Und dann legt ihr das Geodreieck an, und zwar so im rechten Winkel auf dem Mittelpunkt, deswegen ist das ganz gut auf kariertem Papier eigentlich,
und dass der Nuller eben beim Mittelpunkt liegt. Und jetzt messen wir 120 Grad. Wir wissen, dass 120 Grad ist ein stumpfer Winkel. Das heißt, das sind hier die 120 Grad. Wir schauen da quasi immer hier beim Gelben. Dann mache ich da ein Pünktchen. Es ist sehr, sehr, sehr klein hier zu sehen, das Punktel markieren. Gebe das Geodreieck dann weg und ziehe eine, bitte wirklich eine dünne. Eine hauchdünne. Ihr könnt es auch, ich habe es da über einen Kreis drüber hinausgezogen, damit ihr seht, dass ich bis zum Punkt mache. Ihr könnt es bitte natürlich bei der Kreislinie aufhören. Aber bitte dünn. Eine schöne dünne Linie ziehen. So, dann lege ich wieder mit dem Geodreieck an, und zwar auf dieser neuen Linie, die entstanden ist, auch wieder mit dem Nuller im Ursprung, und messe den nächsten Winkel. Der ist hier ja wieder 120 Grad, wieder ein stumpfer Winkel. Das heißt, wieder bei Gelb schauen, wieder 120, einen Punkt machen, Geodreieck weggeben und wieder zur Verbindungslinie eine Linie ziehen. Und so wird das jetzt wieder weitergehen. Jetzt würde ich das Geodreieck wieder anlegen, würde 72 Grad messen, ist in dem Fall ein spitzer Winkel, das heißt auch wieder beim Gelben schauen, aber es ist bei 72 in dem Fall, wieder verbinden, und zum Schluss entsteht dann ein Prozentkreis. Das hat mir jetzt Powerpoint so angefertigt, der ist jetzt ein bisschen verdreht, also passt jetzt nicht 100% zu der Zeichnung, die wir hier noch gerade hatten, weil hier die zwei größeren Sektoren hier und hier sind, und hier sind es hier und hier, aber das ist einfach quasi nur verdreht. Wichtig ist, dass man auf jeden Fall das wieder beschriftet. Und man kann jetzt entweder eben hier ist es angemalt und klar einer Farbe zuordnenbar. Ihr könnt natürlich auch Folgendes machen. Ihr könnt es auch hier zum Beispiel wieder reinschreiben: 0 und in Klammer 33,3 periodisch Prozent. Da habe ich 1 ebenfalls mit 33,3 periodisch Prozent. Und so weiter. Also bitte, das würde ich schon an eurer Stelle machen, dass es jetzt noch alle fertig beschriftet und die Prozente auch dazu schreibt. Gut, das waren einmal die einfachen Darstellungsmöglichkeiten. Und jetzt kommt zum Schluss noch etwas Wichtiges, und zwar das sogenannte Histogramm. Das kommt sehr gerne zur Matura, das Histogramm. Und das schauen wir uns jetzt da in einem Extrapunkt nochmal an. Wann ist ein Histogramm überhaupt sinnvoll? Ich brauche wieder Kaffee. Letzter Schluck, es ist ja leer, schade. Also, das braucht man vor allem dann bei Beispielen, wo sehr viele Daten erhoben werden, die nicht gleich sind, weil dann andere Darstellungsformen nicht aussagekräftig sind. Ein Beispiel liefere ich euch, und dann ist gleich alles klar, was ich meine. Angenommen, ich würde jetzt da die Größe von 40 Personen abmessen. Und dann habe ich jetzt diese Daten erhoben. Ich sehe, okay, manche Daten sind gleich. Trotzdem jetzt hier ein Kreisding, also quasi einen Prozentkreis zu zeichnen, wäre sehr unaussagekräftig, weil ich einfach sehr viele kleine Sektoren hätte. Und auch ein Balkendiagramm, also ein Säulendiagramm mit, was weiß ich, da 15 verschiedenen Säulen, wo manche 3 hoch sind, manche 1 hoch, ganz viele nur 1 hoch sind, weil es nur einmal gemessen wurde, das ist nicht aussagekräftig. Und vor allem bei so vielen Daten ist es auch irgendwo unübersichtlich, das alles extra auszuwerten. Deswegen macht man da oft eine sogenannte Klasseneinteilung. Die Klasseneinteilung kann auf zwei Arten erfolgen. Und zwar entweder wählt man Klassen gleicher Breite oder Klassen unterschiedlicher Breite. Eine Klasse ist jetzt nichts anderes wie ein Intervall. Ich sage zum Beispiel, okay, die erste Klasse geht von 140 cm bis 150 cm, aber ohne 150. Die zweite Klasse geht dann von 150 cm, also wirklich die 150, bis 160 cm, aber eben ohne 160 cm. Und das wären jetzt immer Klassen der Breite 10 cm. Das wären Klassen gleicher Breite. Das schauen wir uns jetzt auch gleich im ersten Beispiel an. Also A, Klassen gleicher Breite. Ich mache wieder eine Häufigkeitstabelle und habe jetzt hier meine Klasseneinteilungen gemacht. Die erste Klasse geht von 140 bis 150. Hier eine eckige Klammer, das heißt, der 140er wird in dieser Klasse mitgezählt, würde er vorkommen. Der 150er aber nicht, weil es eine runde Klammer. Die zweite Klasse beginnt bei 150 mit eckiger Klammer, der 160 geht bis zum 160er, aber mit runder Klammer abgeschlossen. Das ist deswegen wichtig, weil ganz klar sein muss, wenn 160 zum Beispiel genannt wird, welcher quasi Klasse der zugeordnet wird. Ja, ich kann nicht bei beiden eckige Klammern machen, weil wo fällt er dann rein? Ja, doppelt zählen darf ich ihn auf keinen Fall. Und gut, ja, jetzt habe ich meine Klassenanteilung gemacht, und ich sehe, die sind immer 10 cm lang. Da gibt es jetzt kein richtig oder falsch, wie man Klasseneinteilungen macht, sondern das überlegt man sich einfach selbst, oder es steht ganz klar in der Angabe, machen Sie Klassen zu 10 cm Breite, dann ist eh klar, ich muss Wert bei 140 beginnen und bis 150 machen. Ich könnte auch bei 142 beginnen, weil das der erste Wert ist, und dann mache ich bis 152.
Das ist aber von mir aus gesehen irgendwie nicht intuitiv. Also ich würde es in 10er Schritten da machen und schön bei 140 anfangen. Also wie der Luca sagen würde, gerade Zahlen verwenden. So, und jetzt zählt man einfach die absoluten Häufigkeiten. 140 bis 150, das ist eigentlich nur der 142er. Dann also einmal. 150 bis 160 sind die zwei Werte, also zwei. 160 bis 170 sind die fünf Werte. Dann 170 bis 180 ist ziemlich lang. Da ist halt wieder fraglich, ob es da überhaupt so gescheit war, eine Klassenbreite von 10 cm zu wählen, weil jetzt das halt auch weniger aussagekräftig ist. Ja? Das werden wir uns noch gleich anschauen, wenn ich Klassen unterschiedlicher Breite wähle. Auf jeden Fall, da hier sind 21 Leute, die in diese Klasse reinfallen, also wieder sehr, sehr, sehr viele. Und von 180 bis 190 sind es dann auch immerhin wieder 11. Und jetzt kann ich die relativen Häufigkeiten berechnen, also das wäre quasi ein Vierzigstel, warum? Weil wir 40 Leute befragt haben, also auch wenn ich die Zahlen hier addieren würde, hier muss ich auf jeden Fall summativ auf 40 kommen. Schau mal kurz, 1 und 2 ist 3, 3 und 5 ist 8, 8 und 21 ist 29, 29 und 11 ist 40, passt. Ja? Und jetzt habe ich hier ganz normal wie immer die relativen Häufigkeiten ausgerechnet und auf 3 Kommastellen hingeschrieben, weil das kommt immer schön auf 3 Kommastellen raus. Und jetzt kann ich es auch mit unterschiedlichen Klassenbreiten machen. Und zwar habe ich hier gemacht 140 bis 160, also 20 cm. Warum? Weil das eigentlich nur drei Werte sind. Also da ist quasi, das sind die sogenannten Ausreißer, kann man fast sagen. Das sind sehr wenig Menschen, die mir mit dieser Körpergröße abgemessen haben. Dann habe ich gemacht 160 bis 170, das sind schon mehr, aber noch nicht so viele. Da hat es noch nicht so viel Sinn, das noch kleiner zu unterteilen. Und ab 170 habe ich dann 5er Schritte nur mal gewählt, weil es da schon ganz sinnvoll ist zu schauen, okay, wer ist von 170 bis 175, weil es einfach viele Daten gibt. Jetzt gehen wir es durch. Also von 140 bis 160 habe ich mal 3. Von 160 bis 170 habe ich wieder 5. Von 170 bis 175 habe ich dann 13 Leute. Von 175 bis 180 habe ich 8 Leute, von 180 bis 184 habe ich wieder 8 Leute und von 185 bis 190 habe ich wieder 3 Leute. Das ergibt in Summe natürlich wieder, und Achtung, der Dreier muss dabei sein, so, das ergibt mir, also übrigens das mathematische Summenzeichen, ergibt mir in Summe wieder 40, schauen wir, 3 und 5 ist 8 und 13 ist 21 und 8 ist 29 und 8 ist 37 und 3 ist 40, also passt, 40 Leute. Und jetzt kann ich wieder die relativen Häufigkeiten ausrechnen. Also 3 von 40 und so weiter, 45 und so weiter und so fort. Jetzt habe ich die relativen Häufigkeiten. Und wenn ich das gemacht habe, dann verwendet man ein sogenanntes Histogramm, um das darzustellen. Und da macht man bitte eigentlich immer ein Histogramm, ist meine persönliche Empfehlung. Was ist ein Histogramm? Es erinnert optisch, ich habe es absichtlich mit Hand skizziert, wir zeichnen es nachher schön mit Geodreieck. Ein Histogramm erinnert an ein Säulendiagramm, aber Punkt 1, die Säulen stoßen aneinander. Ja, erster wichtiger Punkt. Warum? Weil sie die Intervalle abbilden. Das heißt, die werden die X-Achse hier in Körpergrößen skalieren und der erste Balken geht dann, vorher beim ersten, bei Beispiel A haben wir gleiche Breite gehabt, dann macht von 140 cm bis 150 cm. Das heißt, der erste Breite hat auf der X-Achse beginnt bei 140 cm quasi hier. Und geht bis 150 cm. Der nächste Balken geht von 150 cm bis 160 cm und so weiter. Und auf der Y-Achse trage ich jetzt da bitte nicht die Häufigkeiten auf, sondern was mache ich hier? Das Grundgesetz lautet wie folgt: Ich habe eine sogenannte Intervallbreite für mein Rechteck, das ist die Klassenbreite. Also, es waren, wie ich vorher gemacht habe, 140 bis 150 cm, wäre die Klassenbreite oder Intervallbreite 10 cm. Also, ich glaube, das, was ich jetzt unten gesagt habe, der Abstand auf der X-Achse. Und dann habe ich eine bestimmte Rechteckshöhe. Und der Clou bei den Histogrammen ist der, dass der Flächeninhalt des Rechtecks muss ausgerechnet die absolute Häufigkeit ergeben, die quasi in dieser Klasse gemessen wurde. Und der Flächeninhalt rechne ich ja aus, indem ich hier in dem Fall die Rechteckshöhe mal der Intervallbreite rechne, weil es ist a mal b von dem Rechteck und das muss die absolute Häufigkeit ergeben. Die Intervallbreite kenne ich ja, weil das sind die Klassen, die ich getroffen habe, also wie lang die sind. Und die absolute Häufigkeit weiß ich ja auch, weil die habe ich ja erhoben. Das heißt, um das jetzt zeichnen zu können, muss ich mir die Rechteckshöhe jeweils ausrechnen. Und das entsteht durch einfache Formelumformung. Ich brauche ja nur dividiert durch die Intervallbreite bzw. die Klassenbreite zu rechnen. Und dann habe ich die Rechteckshöhe ist die absolute Häufigkeit, die ich gemessen habe, dividiert durch die jeweilige Intervallbreite der Klasse. Wer jetzt da denkt, hä?
dem werde ich jetzt zeigen, was ich damit meine. Es ist wirklich nicht schwer, es ist super easy. Schauen wir uns zuerst einmal nochmal an das Histogramm mit gleicher Klassenbreite. Das ist das erste, das A, was wir gemacht haben vorher. Und jetzt muss ich mir jeweils die Rechteckshöhen für das Histogramm ausrechnen. Da habe ich jetzt da hier als Intervallbreite hier 10, weil 140 bis 150, das ist die Intervallbreite 10. Die habe ich hier überall mit 10, weil es immer gleich ist. Ja? Und die Rechteckshöhe, haben wir jetzt vorher gesagt, ist die absolute Häufigkeit der Klasse dividiert durch die Intervallbreite. Das heißt, das wäre beim ersten Rechteck ein Zehntel. Das heißt, ich habe die Rechteckshöhe 0,1. Das müssen jetzt nicht 0,1 cm sein, das werden wir uns dann gleich anschauen. Das zweite Rechteck hat eine absolute Häufigkeit von 2 und die Intervallbreite ist wieder 10, weil immer gleich groß, also 2 Zehntel ist 0,2. Das nächste hat 5 Zehntel, ist 0,5. Das nächste hat 21 Zehntel, ist 2,1. Und das letzte hat 11 Zehntel, ist 1,1. Und jetzt fertige ich mein Histogramm an. Und da ist das Um und Auf eine gescheite Skalierung bei den Achsen zu wählen. Ich habe Folgendes gemacht. Erstens einmal kann man hier, wie ihr hier seht, hier unten, die X- und die Y-Achse unterschiedlich beginnen lassen. Ja, ich kann die X-Achse, das muss halt klar sein, dass das die X-Achse ist, belasse ich bei 135 beginnen, weil es keinen Sinn hat, bei 0 anzufangen, weil wie lang soll ich denn das Ding machen? Ja? Also ich beginne hier bei 135. Warum? Weil hier die erste Klasse bei 140 beginnt. Ich könnte theoretisch ganz drüben bei 140 auch anfangen, aber ich finde es schöner, wenn das nicht direkt hier ganz vorn anfängt, der erste Balken. Und die Y-Achse habe ich in 0,1er Schritten skaliert, weil ich hier ja sehe, dass ich da das eben hier dann abmessen muss. Und da muss man sich jetzt halt überlegen, wie man das macht. Da das bis 2,1 geht, kann ich schlecht machen, dass ein Kasterl 0,1 ist, weil das wäre ja ein halber Zentimeter und das wäre dann ein bisschen viel. Ja? Das heißt, man könnte sich zum Beispiel überlegen, ja, 0,1 ist wirklich nur 1 mm. Oder man verdoppelt es, ja, 0,1 ist gemessen 3 mm. Das heißt, wenn ich 2,1 habe, dann sind das, also in Zentimeter würde ich es machen, ja, also 0,1 ist quasi dann ein Millimeter, 0,2 ist, sind 2 Millimeter, 0,5 sind 5 Millimeter, oder ich verdoppelte das Ganze zum Beispiel, ja, dann ist 0,1 hier gemessen 0,2 Millimeter und die 2,1 sind gemessen 4,2 mm. Deswegen ist es dann eben wichtig, dass ich die Y-Achse ordentlich skaliere und das richtig ausmesse. So, und jetzt brauche ich das Ganze nur mal zu zeichnen. Also das erste Kastel hier geht von 140 bis 150 und hat die Höhe 0,1. Der zweite schließt direkt an, weil es geht ja von 150 bis 160 und hat 0,2. Das nächste geht von 160 bis 170 und hat 0,5. Der dritte ist ziemlich hoch, 2,1 und geht von 170 bis 180. Und der letzte geht von 180 bis 190 und die Höhe 1,1. Und damit sind wir fertig. Ja? Und jetzt kann ich zum Beispiel ausrechnen, die absolute Häufigkeit von den Personen, die zwischen 170 und 180 sind, also die hier, weil ich kann hier ablesen, dass das bei 2,1 ist und ich kann hier ablesen, dass die Intervallbreite 10 ist. Das heißt, wenn ich die absolute Höhe, absolute Häufigkeit der Personen ausrechnen möchte, die eben zwischen 170 und 180 cm groß sind, muss ich 10 mal 2,1 rechnen und dann komme ich auf 21 Personen. Und damit ist das Histogramm richtig. Und so kann ich dann ein Histogramm übrigens auch richtig lesen. Schauen wir uns das Ganze jetzt nochmal an für ein Histogramm mit unterschiedlichen Klassenbreiten. Das war das zweite Beispiel. Hier hatten wir das erste Intervall von 140 bis 160 hat die Länge 20, das nächste hat die Länge 10 und die übrigen haben die Länge 5. Jetzt muss ich mir natürlich hier passend die neuen Rechteckshöhen ausrechnen. Das erste ist 3 Zwanzigstel, ist 0,15. Das nächste ist 5 Zehntel, ist 0,5. Das nächste ist 13 Fünftel, ist 2,6, dann haben wir 8 Fünftel, ist 1,6, dann haben wir wieder 8 Fünftel, ist 1,6 und 3 Fünftel ist 0,6. Auch hier würde ich wieder vorschlagen, macht das in Zentimeter gemessen und verdoppelt es, das heißt 0,15 messt es ab auf 3 mm, 0,5 messt es ab auf 1 ganzen Zentimeter, 2,6 messt es ab auf 5,2 cm und so weiter und dann skaliert es dementsprechend die Y-Achse von eurem Koordinatensystem. Die X-Achse beginnt wieder bei 135 und jetzt entstehen aber unterschiedlich breite Balken. Das wird jetzt gleich ein bisschen komisch ausschauen, weil der erste Balken geht ja von 140 bis 160, das heißt, der ist ziemlich breit und hat eine Höhe von 0,15.
Der nächste geht von 160 bis 170 und hat eine Höhe von 0,5. Der nächste ist dann sehr schmal, der geht nochmal von 170 bis 175 und hat eine Höhe von 2,6. Der nächste geht von 175 bis 180 und hat eine Höhe von 1,6. Der nächste geht von 180 bis 185 und eine Höhe von 1,6. Und der letzte geht von 185 bis 190 und hat eine Höhe von 0,6. Und jetzt haben wir mal das Histogramm fertig und mit beiden Arten gemacht. Und auch hier kann ich wieder ausrechnen, zum Beispiel, ich möchte wissen, wie viele Personen zwischen 185 und 190 cm gemessen worden sind. Das heißt, ich muss diesen Flächeninhalt bestimmen. Ich habe hier die Intervallbreite 5. Hier habe ich auf der Y-Achse den Wert 0,6. 5 mal 0,6 ergibt 3. Also weiß ich, 3 Personen in dieser Erhebung waren zwischen 185 und 190 cm groß. Gut, damit ist jetzt einmal dieser erste Teil fertig. Da habt ihr jetzt einiges, was da jetzt passiert ist. Es gibt jetzt dazu ein paar Übungsbeispiele aus dem Buch. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Abschließend für den ersten Teil kann ich noch sagen, Statistik ist ein wirklich einfaches Thema. Also das ist wirklich Geschenk bei der Schule, bei der Matura. Da muss man einfach nur gewisse Dinge wissen. Ja? Also wie zeichne ich ein Histogramm? Was sind die sogenannten statistischen Kennzahlen, die, glaube ich, eh schon im nächsten Video kommen? Bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich es gleich im nächsten Video mache. Ich glaube schon. Wie lese ich einen Boxplot? Und so weiter. Also das sind wirklich ganz einfache Dinge. Also keine Sorge, das ist geschenkt bei der Schularbeit.